So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Wir sind also mit Mike Minga unterwegs in unserer Karriere zu Tennis World Tour 2. Wir haben in Singapur unser erstes 3-Sterne-Turnier im Übrigen begonnen, konnten das erste Match für uns entscheiden und dann geht es jetzt im K.O.-System weiter mit dem nächsten Match. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich habe es mit Sicherheit und dann steigen wir auch sofort ein. Let's go! Schauen wir uns mal die Werte an. Da bin ich sogar insgesamt einiges besser, würde ich mal sagen. Aber 3 Sterne heißt ja auch, dass im Prinzip der Schwierigkeitsgrad der Matches gestiegen ist. Insofern würde ich das erst einmal vernachlässigen. Oh! Da habe ich einen ganz, ganz starken Ball rausgeholt. Ja! Das klappt gut. Wieder angeschnitten, mal mehr auf Genauigkeit geachtet als auf rohe Gewalt, sag ich jetzt mal. Und der Gegner haut den Ball ungezwungenermaßen ins Aus und 3 Bregpelle für Mike Minga. Jawohl. Mike Minga freut sich. Und hat jetzt eigenen Aufschlag. Ja, da kommt er nicht ran. Perfekt platziert, perfekt platziert. Oh, der war ganz weit weg. Muss ich einen sicheren machen. Oh. Ah. Ja gut, da hat er einen sehr druckvollen Return hinbekommen und den habe ich dann nicht mehr rübergekriegt. 15, beide. Oh. Mike Minga. Rebreak. Ja! Surf and Volley! Like Pete Sampras oder Stefan Edberg, zwei meiner Lieblingsspieler in den 90er Jahren, absolut. Oh! Breakball für Jenkins. Rebreak? Fragezeichen. Oh, oh, oh. Das gibt's doch nicht. Rebreak. 1-1. Wer zuerst 3 Aufschlagspiele gewinnt, der ist eine Runde weiter. Jawohl. 0-15. Love 15. Mike Minga. Konzentration. Court ist gut besucht. Macht Spaß, auf dem Belag zu spielen. Überhaupt die Tenniskarriere hier. Die macht echt richtig Spaß. Ja, schöner Cross geschnitten. Leichte Fehler. Was ist los? 15 all. Ja, sehr schön.
Sehr schön gekontert. Ich komme einem Breakball näher. Aber Konzentration auf den nächsten Punkt. Ja, der ist gut geschlagen. Der ist gut. Und den schlägt er ins Aus. 15-40. Danke. Ah, lass den Gegner den Fehler machen. Komm. Sag ich doch. Jawohl. Break, Rebreak und das Rebreak vom Rebreak heißt für mich, ich führe 2-1 und kann jetzt zum Matchgewinn aufschlagen. Keiner hat bis jetzt sein Aufschlagspiel durchgebracht. Oh, starker Return. Starker Return vom US-Amerikaner Jenkins. Ganz stark. Muss ich jetzt wirklich auch anerkennen sagen. Yes! Die Antwort von Mike Minga! 15 all. Ja, da lässt er mir aber auch die ganze rechte Seite aus meiner Sicht offen. 30-15. Mike Minga. Wir nähern uns dem Matchball. War der wirklich aus? Prüfen wir mal. Ich meine, ich habe ja drei Möglichkeiten pro Match. Oh. Oh, komm. Wahnsinn. Der wurde wirklich ausgegeben. Oh, der war schön. Ja! Da gehe ich ans Netz. Wunderbar. Nicht immer dieses Grundlinienspiel. Ich möchte jetzt gar nicht ideenlose. Ich möchte sowieso mein Spielziel in Richtung Surf and Volley entwickeln, weil ich das einfach liebe im Tennis. Ich liebe die Spieler, die das heute auch noch machen. Mein Rafael Nadal ist ein Grundlinienkönig, gerade auf Sand. Aber trotzdem mochte das immer am liebsten, wenn einer sofort ans Netz ist und... Ja! Mike Minga hält die Nerven. Die Nerven halten 3-1. Zwischenzeitlich mal ein bisschen gewackelt beim Rebreak und danach. Da hat Jenkins ein paar schöne Returns auch gehabt. Paar schöne Bälle, paar schöne Punkte gemacht. Aber ich kann am Ende mit 3-1 auch Ezekiel Jenkins besiegen, den US-Amerikaner. Und dann geht es für mich in die nächste Runde. Ich freue mich. Mein Konto an Preisgeld wächst und wächst. Mein Selbstvertrauen auch. Hab ja vor einigen Folgen auch mal gezeigt, dass ich mich in der Ausrüstung verbessert habe, also im Equipment. Fand das eigentlich auch ganz interessant, mal mit einer Folge zu zeigen. Und mein nächstes Match wird dann sein gegen den Japaner Sakamoto. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Gibt noch viele andere interessante Themen auf unserem Kanal. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr einen netten Kommentar hinterlasst, einen Daumen und natürlich auch ein kostenloses Abo, um zukünftig auch weitere Folgen nicht zu verpassen. Ich bedanke mich an der Stelle und sage bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus, euer Jens von Minga Gaming.